Und da sind wir auch schon wieder. Zurück mit der Fluch des Osiris Erweiterung von Destiny 2. Und ja, wir sind eben auf dem Merkur gewesen. Jetzt mussten wir wieder zurück auf die Erde. Das ist immer ein Hin und Her hier, sage ich euch. Und jetzt geht's hier weiter mit tödliche Prüfung. Bruder Vance sagt, es gäbe einen Tempel von Osiris in der ETZ, in dem man Sagira wiederbeleben kann. Und das werden wir auch tun, weil die kann uns bestimmt weiterhelfen, der kleine Hütergeist. Also, schauen wir mal. Ja, hier hin. Und mal wieder schnell vom Merkur zur Erde gejettet. Würde ich auch gern machen. Einfach mal in ein Raumschiff einsteigen und mal die Planeten abklappern. Stimmt cool. Aber auf der Erde ist es doch immer am schönsten. Gucken, ist hier gerade zufällig. Nee, zufällig nicht. So, hier müssen wir ja schnell annehmen. Die Koordinaten, die Bruder Vance uns gab, liegen jenseits des Dorfs. Hawthorns Kundschafter haben das Gebiet während der Roten Schlacht untersucht. Hier gibt es keinen Tempel, nur einen alten Funkturm. Hab Vertrauen, Ikora. Egal, was es hier gibt, wir müssen den kleinen Geist wiederbeleben. Oh, das Gewehr gefällt mir eigentlich richtig gut hier. Hat auch dieses Killclip-Perk. Das heißt, wenn man. Oh. Das heißt, wenn man Gegner killt und danach direkt nachlädt, bekommt man erhöhten Schaden für eine gewisse Zeit. Oh, hier gibt's schwere Moskitos. Die schießen mit ein bisschen was Größeren als diesen normalen Moskitos. Sieht gut Sind aus. die Anhänger denn genauso leidenschaftlich wie Bruder Vance? Du meinst wohl fanatisch. Ja, sie befolgen Osiris Anschauung. Sie kannten diesen Mann nicht so gut wie ich. Doch sie sind unsere beste Chance, Sagira wiederzubeleben. Ja, Jungs, da kann man sich nicht vor verstecken vor dem Zeug, was hier rauskommt. Ja, das ist ja das Geile an den Teilen hier. Kannst du einfach drauf gedrückt halten auf die Feuertaste und das überhitzt nicht. Das schießt einfach weiter und weiter. Unendlich. Wo ist er hin? Irgendwo hat sich einer versteckt. Wo ist er? Oder habe ich ihn erwischt? Keine Ahnung. Einfach weiter hier hin. Oh, sind da ein Panzer? Ach ne, so ein Spinnenroboter-Dingens. Und ach du Scheiße, auch noch ein bisschen mehr Zeug hier überall. Immer in Bewegung bleiben. Hörst du auf zu schießen? Ich schieß zurück! Ja, lass mal den da, den gelben, den will ich weg. Ah, jetzt. So, und jetzt zu dir. Nur von der Hauptkanone wegbleiben. Die macht Aua. Da schön in das Rote rein. Oh. Oh, wo kommen die dann alle her? Ach, da aus dem Raumschiff.
So, so. Ja gut, das Spinnenroboter-Ding haben wir gleich kaputt. Ich glaube, das dürfte kein Problem darstellen. So, da gibt's schön Krits die ganze Zeit. Aber ich sehe keinen. Na egal, kaputt ist kaputt. Ich würde ungern mit denen tauschen, die hier draußen leben. Osiris würde das als Prüfung bezeichnen. Wenn seine Anhänger hier nicht überleben können, dann waren sie es sowieso nicht wert. Warum kann man eigentlich in einem Spiel nicht hier so ein Gefährt bekommen? Man hat immer nur so blöde Gleiter, die eigentlich nur gleiten können und nicht schießen. Warum? Warum? Bungie, ändert das. Oh, da ist gerade ein Legendary gedroppt. Und hier aber erstmal wieder aufräumen. Ja, 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 ja. Da oben zappelt er hin und her. Irgendein Kügelchen trifft dich schon. So. Hier mal schnell das Ding einsammeln. Komm, bei dem gucke ich jetzt noch vorbei. Wo ist er? Die verschwinden einfach. Naja, mir soll's recht sein. Oh, oh, oh. Minen. Ihr braucht euch nicht zu verstecken hier. Das Zeug hat schön auch ordentlichen Bereichsschaden beim Aufprallen. Das ist ganz cool. So einen will ich haben hier, so einen schweren Moskito. Das wäre geil, das Ding. So, okay. Wieder Einstieg eingeschränkt. Das heißt, hier ist ein bisschen mehr los. Es ist wirklich nur ein Funkturm. Und die Gefallenen waren zuerst hier. Das hat man davon, wenn man an Osiris glaubt. Ach, die Gefallenen, jetzt komm schon. Das sind schwache Aliens. Oh, da haben wir eine Kugel. Ein Savitor. Ah, da ist er schon weg. So, noch mehr. Irgendwo eine Treppe sein oder komme ich mit dem Ding? Nee. Ah, ich glaube, da muss ich es stehen lassen. Da müssen wir hochspringen. Hat es sich einfach wegteleportiert. Muss ich hier jetzt rein? Oh ja. Jetzt geht's in den dunklen Keller. Überall Tote. Was? So. Die Anhänger. Wir sind zu spät. Ja.
Das sieht ganz so aus, ne? Hülle von Osiris Geist platzieren. Passt ja toll da rein. Lass mich das mal näher anschauen. Das ist stark modifizierte Vextech. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will mal was versuchen. Warte. Es passiert etwas. Was? Geht da vor sich. Wow, neue Hülle. Wer? Du hast mich gerade ernsthaft in eine komische Maschine gesteckt, die du noch nie gesehen hast? Wer macht denn sowas? Sagira. Ikora, wunderbar. Bin froh, dass es dich noch gibt. Wir müssen los, sofort. Osiris steckt ganz schön in der Klemme, wie immer. Und ich muss... Warte, wo sind wir? Wer bist du? Oh, egal, wir müssen zu Merkur. Und keine Sorge wegen deinem Geist. Wir teilen gerade. Er kommt zurück. Erst Merkur, dann Erde, jetzt wieder Merkur. Das ist ein ganz schönes Jet-Set-Leben hier im Weltall. Aber dann schauen wir mal, was auf Merkur jetzt so geht. Ich denke, es wird Action geladen. So, jetzt kommen wir aber doch da rein. Osiris hat etwas im Immerforst gesehen und das hat ihm Angst eingejagt. Nichts jagt ihm Angst ein. Wir müssen ihn finden. Osiris könnte überall sein. Mit den falschen Koordinaten werdet ihr da nie rauskommen. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Osiris ist da drin, um uns vor den Vex zu beschützen. Er braucht uns. Er braucht mich. Und wir werden ihn finden. Okay. Rein da. Ja. Ach, sieht doch gar nicht so schlimm aus hier drin. Bis auf das komische Gewackel an den Wänden. Und am Boden. Oh, hier sieht es schon ein bisschen unheimlicher aus. Ja, jetzt wird hier wieder rumgejumpt. Folge dem Licht. What? Okay, da muss ich wohl hochkrabbeln. Osiris hat sich Technologie aus dem Forst zunutze gemacht. Wir werden seinen Spiegelbildern begegnen. Es sind Kopien seiner selbst. Damit kann er mehrere Pfade gleichzeitig erkunden. Und ja, mir ist bewusst, dass Osiris dadurch wie ein Egomane aussieht. Aber keine Sorge, das ist er auch tatsächlich. Wie mache ich das? Muss ich da drauf schießen? Warum frage ich eigentlich? Muss hier irgendwo sein. Okay, wir müssen weiter nach oben. Du solltest nicht hier sein. Und du hast jemand Neues mitgebracht. Wer? Oh, der. Das wird dich von den Socken hauen. Er ist ein Freund von Ikora.
das muss man den Designern bei Bungie schon lassen. Hier sieht alles so geil aus, was die hier gebaut haben. Mach Meldung. Sagira ist zurückgekehrt. Ja, Sagira ist da und der Hüter natürlich. Hat dich zu deiner eigenen Sicherheit weggeschickt. Deine Gegenwart hier setzt alles aufs Spiel. Tja, Pech gehabt. Er braucht mich. Es breiten sich neue Zeitachsen aus. Wir müssen Spiegelbilder erschaffen, um sie zu erkunden. Es ist fast zu spät. Es ist niemals zu spät. Was meinst du mit zu spät? Etwas muss schiefgegangen sein. Du bist der echte Osiris. Du kannst nicht zu ihm gehen, Sagira. Was? Was hat er gefunden? Was kann so schlimm sein, dass es Osiris Angst machen würde? Fußabdrücke. Ist der Immerforst. Eine Vorhersagungsmaschine in der Größe eines Planeten, die Trillionen Realitäten gleichzeitig simulieren kann, um einer Wex-Absicht zu dienen. Wow. Geht weiter. Und ihr werdet sehen. Die Wex simulieren hier drin die Realität und erzwingen die Zukunft. Und um alles vorwegzunehmen, alles hier ist real genug, um tödlich zu sein. Oh ja, das ist schon. Geht's ja gleich richtig los hier. Komm, da ist mal eine Handgranate da hinten hin, was auch immer. Den Radiolaria-Bauch. Ja, das sieht schon hammerhart aus hier, ey. Wie groß das ist alles. Geil. Aber es ist eine Decke oben drauf. Da sind wir hier jetzt. In dem Planeten wahrscheinlich, oder? Im Merkur innen drin, so wie es aussieht. Da geht's runter. Türe öffnen. Schon wieder so ein Ding. Aber nur ein rotes, die gehen schnell kaputt. Echt hat, wer auf so Ideen kommt, sowas zu entwerfen. Schon cool. Manchmal blockiert der Forst einen Pfad. Schalte den Dämon aus, der die Simulation steuert. Dann sollte sich die Tür öffnen. Besiege den Dämon. Alles klar. Oh, da kommen wir da. Ja, mal langsam. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschießen soll. Aua. Müssen wir mal schnell einen umhauen. Da schießt mir was im Rücken. Deswegen gehe ich hier die ganze Zeit so kaputt. Komm her. Du heilst mich.
So, bist du der Dämon? Nee. Ah, er ist wohl der Dämon. Erstmal schließen das Zeug hier. So, weiter geht's. Das war der Dämon. Hier gibt's tatsächlich Fußabdrücke hier in dem Sand. Geil. Kleines Detail, aber es macht was her. Oh, hier muss ich gar nicht hin. Ich muss da hin. Der große. Au. Jetzt habe ich sie aber gekriegt. Einen Moment. Ah, schon wieder. Na, das große Ding habe ich wohl doch noch getroffen, oder? Das ist klar. Ein fetter leuchtender Turm mit einem schönen Dreieckeingang. Pyramideneingang, sagen wir es mal so. Schön hier in dem Tunnel. Rosa Blümchen, gelbes Gras. Zunächst werde ich euch zeigen, wo alles begann. Alles klar. Ah, hier ist aber schön. Die Kur war vor Jahrhunderten unermesslich, bevor die Wächsdorf ankam. Wir pflanzten die Wächst, die Saat. Daraus entstand der Immerforst und dessen Geist Panoptes. Panoptes hat nur einen Zweck, die Realität für die Wächst neu zu formen. Und zwar nur für die Wächst. All dies begann mit einem einzigen Wächst. Wird es mit der Ankunft eines einzigen Hüters enden? So sah also der Merkur irgendwann mal aus. Ja, ist eine ganz schöne Wüste draus geworden. Hier war es doch gemütlich. Fette Moskitos. Es gibt hier keine Antworten mehr. Ja, ja, ich komme ja schon. Mach mal langsam. Mit dem stimmt was nicht. Der macht meine Waffe und alles ganz schön durcheinander. Ach komm, rein da. Ich warum er so viele neue Spiegelbilder gemacht hat. Ja, wir haben versucht, diesen Ausgang zu verhindern. Und wir sind gescheitert. Selbst unsere größten Bemühungen machen es nur langsamer. Doch das musst du dir selbst ansehen. Sag mir, Hüter, warst du da, als der Reisende erwacht ist? Ein lebender Reisender ändert alles. Zum Guten und zum Schlechten. Nun wurde vieles in Bewegung gebracht.
Osiris schrieb die verlorenen Prophezeiungen, um die anderen Hüter zu warnen. Doch sie wiesen ihn ab. Allerdings kann man die Zukunft nicht ins Exil schicken. Da, ich muss sie ja gar nicht alle erschießen. Ich kann ja hier einfach durchrennen. Das spart ja so einiges an Zeit und Munition auch. Von allen Seiten werde ich hier gestochen. So, soll ich mal versuchen? Ach ne, hier ist wieder irgendwo so ein Dämon, den ich töten muss, damit das Tor davon aufgeht. Doch mal gucken, wo er rumgeistert. Na. Hier oder was? Haben sie nicht mit gerechnet. Oh. Schönes Geräusch. Signalisiert wohl, dass ich jetzt weitergehen kann. Was leuchtet denn hier so? Okay, das wird wieder für den Zonenhändler Material sein. Simulationssamen. Durchs nächste Portal. Wir müssen Panoptes finden und aufhalten. Doch keiner von uns hat eine Zeitachse gefunden, in der wir Erfolg hatten. So sieht es aus, wenn wir versagen. Dies ist die Zukunft, die die Vex wollen. Der Leuchtturm. Das ist, was Osiris gesehen hat. Weder Licht noch Dunkelheit existieren noch. Die Wärme der Sonne ist nicht mehr. Alles Leben ist verloren. Ja, sieht aber trotzdem auch cool aus. Doch das war vor dir. Du bist der Schlüssel. Du kannst es aufhalten. Mhm. Alle Zeitachsen führen hierhin. Wir müssen Panoptes zerstören, um diese dunkle Zukunft zu verhindern. Panoptes, er hat uns gefunden. Los, du bist jetzt wichtiger als wir alle. Ja, und was? In das Tor rein, okay. Auf geht's. Das ist schlecht, ganz, ganz schlecht. Wir müssen zusammenarbeiten, wir alle. Du, ich, Osiris Ikora. Wenn wir Panoptes nicht aufhalten, dann hast du gesehen, was passiert. Mehr oder weniger, ja. Ikora, bist du da? Sagira, du bist gerade verschwunden. Wo steckt Osiris? In der Klemme, wie wir alle. Ich erkläre dir alles auf dem Weg zurück in die Stadt. Abgeschlossen. Sprich mit Ikora. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Muss ich jetzt... Nee. Doch! Wieder zurück auf die Erde, war ja klar.
Ja, hier geht's weiter bei Ikora. Sprich mit Ikora Ray. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Hier die Folge ist nämlich auch schon wieder ganz schön lang geworden. Und ja, hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss bis zum nächsten Video. Macht's gut.